Boah, diese scheiß Millimeterarbeit. So, zwei haben wir, glaube ich, noch, ne? Jo. So, dann haben wir schon mal die nächste Regalreihe voll. Ich freue mich ab. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt auch wieder genügend Platz, um neue Produkte zu lagern. Sehr gut. So, wir haben noch 300 Euro. Mit den 300 Euro können wir uns damit irgendwas. Boah, weißt du, was ich mache? Passt auf. Passt auf. So, wir sind ja eh fast pleite, ne? Weg mit den Viecher. Ne? Einfach weg mit denen. Die kosten mir zu viel. Die kosten mir zu viel Unterhalt. Beziehungsweise, ne, die sind mal wieder im Urlaub. Ich bin ein sehr guter Arbeitgeber und netter Arbeitgeber. Weswegen ich denen natürlich schon wieder Urlaub gewährt habe. Das ist der eigentliche Grund. Ne, also nicht, dass irgendwelche meinen, ich schmeiße die einfach die Leute einfach raus und ne, stell die wieder ein. Nein, sowas mache ich natürlich nicht. Die sind einfach nur im Urlaub. Kriege ich eigentlich da oben. Ne, da oben kriege ich ganz oben, kann ich keine mehr hinstellen. Okay. So. Ja, die Kunden müssen jetzt einfach vorlieb mit mir nehmen. Ich kassiere auch viel schneller ein. Verstehst du? Ich kassiere bestimmt mehr oder schneller ein als die beiden zusammen. Wieder auf Hawaii. Ja. Beziehungsweise nein. Die machen ausnahmsweise mal Urlaub im Afghanistan. Da soll es wohl ganz bombastisch. Oh Gott, okay. Da soll es ganz schön sein. Ja. Ich habe denen einen Hinflug spendiert. Aber nur einen Hinflug. Ein Rückflug ist noch nicht. Das müssen sie selber zahlen. Hallo, hallo, hallo. Bombenwetter da? Ja, habe ich gehört.
So, mit den Einnahmen, die wir haben, können wir dann schön die Lebensmittel kaufen. Bin ich? Ich bin. Oh, ich bin am falschen. Entschuldigung. Falsches Kassenband. Hallo. Ja, nun? Oh. Ich glaube, das war ein bisschen buggy gewesen gerade. Hallo, hallo, hallo. 1 Euro, auf Wiedersehen. Hallo. Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen gecrashed. £21,50, natürlich. Schönen Tag noch. So, 1 Euro zurück. Wie schön alle jetzt auch passend zahlen. Also fast alle. Ich reg mich gleich nochmal kurz auf. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz meine Kunden hier abräumen. Moment, ich reg mich aber gleich nochmal auf. Einhunderteinsiebenundsiebzig. Wir haben irgendwas, glaube ich, nicht. Irgendwas passt vom Preis nicht. Moment, ich kann mich noch nicht aufregen. Ich warte noch, vielleicht passiert es ja noch. Ein Käse, natürlich. Ah, schon wieder irgendeine komische Zahl. Ich habe irgendwas. Ob das der. Nee, der Käse ist es nicht. Das Toastbrot ist es. Das Toastbrot ist es. Moment.
Gar kein. Wo ist das Toastbrot? Da ist das Toastbrot. Also ich. Ja, ich kann preislos ein wenn Toast. Entschuldigung. Hallo. Kleinen Moment. Wann kommen meine Mitarbeiter aus Afghanistan wieder? Ich hoffe doch bald. Huch. Wir haben geschlossen. Wir haben geschlossen. Bitte nicht mal einkaufen gehen. Siebenunddreißig, 50. Oh, geschafft. So, jetzt kann ich mich aufregen. Wie kann das sein, dass meine Moderatorin jeden Menschen hier im Chat grüßt, wirklich jeden, aber ich nicht? So viel bin ich euch allzu wert, dass ich nicht mal eine persönliche Begrüßung bekomme. Das merke ich mir. Auf meine Art und Weise. So, 10 Peanut Butter. Ja, an allgemein, verstehst du? Dann tust du alle anderen persönlich grüßen, aber mich nicht, oder was? Alle anderen sagen zu dir, hallo Affenkind, hallo Affenkind, hallo, und du grüßt dir zurück. Ich sag hallo Affenkind, denkst du, ich bekomme irgendwas zurück? Was ist denn da an der Erziehung fehlgelaufen? Wenn du in einer Gruppe von Menschen bist und du schreist Hallo an alle zusammen, dann kommen einzelne Personen zu dir und sagen, Hallo Affenkind, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Bussi links, Bussi rechts. Dann sagst du auch Hallo zurück. Oder? Oder ignorierst du die dann? Meine Mutter würde mich nackert anspringen. Wir brauchen 10 Schokolade noch. Du bekommst heute keine Schoki mehr. Für dich gibt es heute nur trockenes Toastbrot. Und saure Milch. Das ist eine Lüge.
So nicht, so nicht. Jetzt gehe ich. Ich bin nicht wegen euch zurückgekommen. Ich bin nur für meine Kunden zurückgekommen. Sie brauchen mich ja. Hä, haben wir? Hä, wir haben doch keine Limonade. Haben wir Limonade gekauft gehabt? Ich glaube, ich habe Limonade mit Öl verwechselt. Ja, das passiert im besten Mal. Warum ist gerade die Karte? Hä? Warum ist gerade die Kiste Biscuit? Die spawnt. Gestern in Nutria-Ausrüstung durchgespielt. Aus Versehen? Dann muss es ja aus Versehen auch gut gewesen sein. Wo hatte ich. Hatte ich die. Ach doch, da. Und wie war es im Groben und Ganzen gewesen? Gut oder nicht gut? Naja, gut, muss ja eigentlich gut gewesen sein, ne, wenn du das durchgespielt hast. Also kommt absichtlich richtig gut.
sind mehrere Enten, da muss ich noch. Oh. Oh. Es ist wie mit Silent Hill 2, ne? Man ist irgendwie froh, dass man das Spiel durchgespielt hat, und dann merkt man, oh, es gibt mehrere Enten. Dann ist man irgendwie nicht mehr ganz so froh, weil man ganz genau weiß, man ist so vor der Art und Weise, dass man eigentlich, naja. Man will ja auch irgendwie alle Enden irgendwie mehr oder weniger erleben. Ja. Und dann muss man es irgendwie nochmal durchspielen, vor allem wenn man sich durchgequält hat. Mir geht es gut. Mein Tag war gut. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Affenkind 2-0-0-2-2-2. Nicht, dass man sich mich hier wieder unterstellt, dass ich hier keinen Namen erwähne. Unterstellung! Peanut Butter, Peanut Butter, Peanut, 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 Peanut Butter. Peanut Butter, Peanut Butter. Peanut, 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 Peanut Butter. Na toll. Kann mir mal einer verraten, warum ich so viel Limonade gekauft habe? Kann mir das einer von euch erklären? Weil ich kann es mir nämlich nicht erklären. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Die Verpackungen sind super gedämpft. Ne, also keine Sorge. Da passiert nichts. Boah, ich habe vom Schmollen so einen richtigen Krampf im Unterkiefer. La la la. Also ich glaube, wir müssen einfach noch mehr Limonade kaufen. Ich glaube, das ist unser Erfolgserlebnis. Ich glaube, das wird unser Erfolgserlebnis sein. Ich spüre es. So. Ding dong. Ding dong. Hallo. Ja, grüße Sie. Erste Kunde des Tages.
Das gibt einen fetten Mindermengenzuschlag. Schönen Tag noch, tschüss. Karma? Weil du Limonade magst. Ich mag tatsächlich Limonade. Und ich bekomme übermorgen, also am Samstag, bekomme ich eine fette Getränkelieferung. Da freue ich mich auch schon drauf. Weil da vor allem viel Limonade mit dabei ist. Boah, das ist so Kindheitsfeeling bei mir. Ich habe, normalerweise kauft mir sowas nicht. Weil es eigentlich sehr, sehr teuer ist. Aber es gibt von, ich glaube, wie heißt das? Das habe ich als Kind immer bei meiner Oma getrunken. Das ist Kindheitserinnerung. Von Bionade Holunder. Holunderlimonade. Unfassbar teuer auf die Menge. Unfassbar teuer. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich gönne mir mal einen Kasten. Da freue ich mich schon drauf. $15.50. Schönen Tag noch. Tschüss. Da muss ich sagen, ey, habe ich richtig Bock drauf. Ja. Aber 7 Kästen Getränke. Ich glaube doch, 7 Kästen Getränke kommen jetzt am Samstag. Ich hoffe, der schleppt mir die 2 Stockwerke hoch. Und ich muss es nicht selber machen. Weil darauf habe ich gar keinen Bock. Nicht immer, aber schade. Ich bestelle mir bei Rewe quasi, ne? Rewe Online-Service. Keine Produktplatzierung. Und da kann man immer leider nicht mehr als 7 Kästen quasi angeben an Getränken. Ist mir ein bisschen schade. Boah, und die haben endlich, da freue ich mich auch drauf, die haben ein Mate wieder da. Boah, so ein richtig, aber die originale Mate. Originale Mate, schön eisgekühlt, obwohl man Mate auch, meiner Meinung nach, auch auf Zimmertemperatur trinken kann. Aber eine eiskalte Mate. Wasser schmeckt wie ein ausgelutschter Aschenbecher. Das ist was Feines. Das ist was richtig Feines. Thank you.
1, 2, 3, 1, 2. Fließbandarbeit hier, gefühlt. Kann ich für einen Euro eine Flasche? Na. Für einen Euro, pfff. Dafür ist ja nicht mal der Pfand bezahlt. Du kennst keine Mate? Was? Was? Wie kann man keine Mate kennen? Boah, da muss ich sagen, freut mich auf die Winterzeit schon. Kleiner Tipp, Kaffee. Kaffee mit Eierlikör. Nicht wegen am Alkohol, sondern wegen am Geschmack. Unfassbar lecker. Kaffee mit Eierlikör. Mmh. Meine Mutter macht immer Eierlikör selber. Und in der Früh, am Wochenende natürlich, ein Kaffee mit einem Schuss Eierlikör, vertraut mir sehr lecker. Was? Bist du schon wieder raus, Junge? Zockst du heute gar nicht mehr? Gute Nacht auf jeden Fall und schlaf gut und viel Spaß dann morgen bei Final Fantasy 16. Viel Spaß dir. Was? Kein Kunden mehr? Wow. Tschüss, Kaffee und Milch. Das müsste das hier sein. Okay, ist auch vielleicht doch die andere Milch. Euro teurer, gefällt mir. Kaffee haben wir nicht mehr, ne? Ne, Kaffee haben wir nicht mehr im Sortiment. So, passt auf. Meine Freunde sind wieder aus dem Urlaub wieder da. Okay, warte mal. Kaffee. Ah, natürlich. Kaffee ist gerade vom Preis hochgegangen. Wir haben aber nichts, was irgendwie runtergegangen ist vom Preis, ne? Ne. Alter, ein Kaffee. Die Packung kostet 88 Euro. Alter, finde. Alter, ist das teuer.
Oh, ich habe noch meine Kasse geöffnet, ne? Shit. Hallo. Guck mal, jetzt stehen sie auch alle bei mir an. So, der nächste bitte. 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 Alter, wollt ihr nicht lieber mal woanders gehen, sich hinstellen? Ich bezahle ihn nicht ohne Grund. Boah, ich hasse es, wenn ich keine Antworten bekomme. Ich antworte, ich ignoriere jetzt übrigens auch Leute hier im Chat, die mich auch ignorieren. Ich ziehe es jetzt eiskalt durch. Ist, glaube ich, nur fair. Muss man auch nichts mehr hier gefallen lassen. Brot, wo haben wir Brot? Da haben wir Brot. Was ist das hier? Cheese. Warum hat der Cheese fallen gelassen? Das wollte ich schon selber einräumen. Als würde ich einräumen. Ich bin Lagerist, hallo? Ich bin auch kein Warenverräumer. Mit so einem niederen Pack. Ja, das ist der Gute aus Kolumbien. Der ganz Gute mittlerweile. Wo wir dann 1,50 Euro Profit haben. An dem Kaffee. Die guten 1,50 Euro Profit. Ah, die sind ja super. Oh, ich frage mich die ganze Zeit, warum die nicht zu den anderen hingehen. Die Kassen sind geschlossen gewesen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.
mein Verschulden. Und ich frage mich die ganze Zeit schon, warum kassieren die nicht ab? Gut, das nehme ich jetzt auf meine Kappe mal. Das wird heute kein erfolgreicher Tag werden. Glaube ich. Habe ich so im Gefühl. Aus wegen diversen Gründen. Ich frage mich die ganze Zeit schon so, hä? Irgendwas passt hier nicht? Ja, die Frage hat sich erledigt. Also es sind mal 4 Pakete, ne? 4, 8, 12, 16. 16 müssen wir mal kaufen, dass wir ein volles Lager haben. Okay. Gut zu wissen. Ich hab mein Kreatin vergessen. Mann. Ob wir noch Level 22 vielleicht heute schaffen? Ein Produkt wurde als zu teuer eingestuft. Alter. Nee, weißt du was? Das lasse ich bei 1,50. Hahaha. Das lasse ich bei 1,50. Die Limonade kriegen wir nie mehr wieder los. Vertraut mir, die kriegen wir nie wieder los. Nie wieder. Zehn Salz.
Nee, ich habe die natürlich extra teuer eingekauft. Ist doch, hallo, ist doch klar. Günstig. Ich habe gerade schon fast gedacht, dass der... Hey, wir können... Warte mal. Management. Hiring. And Restocker 2. Hire. Geil. Ich habe einen zweiten angeheuert. Das ist doch toll. Ah, wie schön. Die kleinen Schwebemonster. Ist das nicht toll? Das ist doch richtig schön hier. Pasta, ein bisschen Pasta. Pasta, 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 Pasta. Hey. Pasta. Ich brauche Pasta. Pasta, 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 Pasta. Pasta. Oh. Achso, ich wollte gerade sagen, warum wir so viel Brot. Wir haben ja erst Brot. Wir haben erst Brot gekauft. Alzheimer, ganz schlimm. Ich sag's euch. Haha. Haha. Ha. Ha. Haha. Haha. Wann können wir eigentlich den nächsten mit Level 30? Level 29 kriegen wir den nächsten Packer. 29, 30, 37, 50. Okay, 8 Tage müssen wir noch Kredite abbezahlen. Wo hatten wir denn Kaffee gehabt? Hier nicht. Hatten wir... Da hatten wir Kaffee gehabt.
Dass wir es auch nicht irgendwie hochgehen können, dass wir irgendwie mehrere Sachen tragen können. Ich fand, irgendwann hat man einen Dreh schon raus. Ein Paket in der linken Hand, ein Paket in der rechten Hand, ein Paket zwischen den Pobacken. Drei Pakete auf dem Kopf. So alles möglich. Bis gleich, Affenkind. Ich komme da. Ich komme gar nicht mehr richtig hinterher, das Lager überhaupt aufzufüllen. So, letzter Karton für heute. Ha. So, vier... Was? Vier Produkte zu teuer? Das ist bestimmt die Limonade. Glaub mir, das ist die Limonade. Und wieder Minus gemacht. ...44 Tage sind wir schon im Business, das ist krass. Mehl, Wasser, Zucker. Ich habe gar kein Mehl mehr. Wasser habe ich auch nicht mehr, toll. Zucker habe ich auch nicht mehr. Super. Oh shit, wir haben Minus. Steht denn sowas? Ich sage euch, wir kommen nicht mehr näher. Ja. Oh.
Guten Tag, Sir. Guten Tag. Hallo. Danke, dass Sie Limonade kaufen. Danke, dass Sie Limonade kaufen. Wenigstens einer. Herzlich willkommen bei Raus aus den Schulden. Aber wenn wir wirklich mehr Produkte haben, wir können es gar nicht schaffen, dass das Lager irgendwie dauerhaft irgendwie, ne? Auf Touren irgendwie zu bringen. Die Lager werden irgendwie immer leer bleiben. Vor allem, es werden ja auch immer mehr Kunden, die kaufen natürlich immer mehr Produkte, was natürlich klar ist, weil, ne, umso größere Auswahl, umso mehr Käufe. Naja, ich komme ja nicht mal dazu, Lizenzen noch weitere zu kaufen. Willkommen zurück, Affenkind. Willkommen zurück. Aber dennoch schon mal alles, warte mal. Alles auf 10 machen. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zimmer auf 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, White Floor ist echt günstig.
Wobei. Warte mal. Kann ich nicht mehr kaufen, weil der Tag ist ja.